die erste Gruppe. Start ist frei. Fabian Hochhilfe und dann wird ein Auto schon gleich einmal Reihe umgedreht. Das ist die Scharre Nummer 15, die Scharre Stöver, die jetzt einmal entgegengesetzt zur Fahrtrichtung steht. In Führung aber Manja Klopp mit der 89, wie gesagt, die ja auch in diesem Jahr schon einmal ihre Nase bei der DM die Luft in der deutschen Meisterschaft schnuppern möchte. Runter und berühren Sie sich beide schon. Und dann geht Manja Klopp in den Außenball. Dadurch geht Fabian Hochhilfe jetzt vorbei. Fabian Hochhilfe. Dann Manja Klopp. Dann die Schwartbart vor der 81. Max Schwertfeger. Dann Chantal Hartfiel mit der 5, die gestern die Langstrecke der Jugend gewonnen hat. Dann haben wir die 25 noch dabei. Das ist Theresa Michelmann. Und die Charlie Stöber ist auch wieder mit ihrem Auto auf der Strecke, wird jetzt aber überrundet. Von Fabian Hochhilfe. Optimal heute Morgen repariert, schon einmal Wasser draufgekommen, sodass wir hier heute einen tollen Renntag erleben können mit einem vollen Starterfeld mit über 150 Startern. Da kann man sich wirklich mit sehen lassen. Für den ersten Lauf.